Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich euch, was ich bei dem Celta und Thalia gekauft habe. Los geht's und viel Spaß dabei. Falls ihr mich fragt, aus woher die Bluse ist, die Bluse ist halt aus Celta, ist eine alte Bluse von, denke von 2016 oder 17. Und hier diese Bermudas sind auch von Celta. Und den Lippenstift kennt jeder von euch, das ist aus der Matte-Reihe von Essence. Kleinen Moment, zeige ich euch. Genau, ich bin wieder zurück. Der Lippenstift ist halt von Essence. Die Hydra-Matte-Reihe kennt ihr schon von mir. So sieht der Verpackung aus. In der Farbe 405 Berry Special. So sieht die Farbe aus und so sieht der Lippenstift aus. Wie ihr seht, ich habe richtig aufgebraucht. Man sieht, dass ich regelmäßig verwende und ich habe halt natürlich neue Reservefarbe gekauft. Werde euch diese Lippenstift unten in die Infobox schreiben. Die haben auch viele Lippenstifte, aber das ist so mein Lieblingslippenstift und die weiteren Lippenstifte, was ich aus der Hydra Matte Reihe habe, werde ich unten in der Infobox schreiben. Dann könnt ihr euch entscheiden, welcher Lippenstift euch gefällt oder welcher ihr kaufen wollt. Und ja. Und diese Risiko-Ringe, was ich trage, die sind eine Silberringe von Bio Brigitte, damit ihr Bescheid weiß. Ich liebe die. Trage nicht immer, aber gibt es Tage, wo ich sage, ja, ich möchte die gerne tragen. So wie heute. Heute habe ich jetzt nicht getragen, weil ich nämlich Fahrrad gefahren habe. Da habe ich eine andere Ohrringe getragen, aber das ist ja auch so meine Lieblingsohrring. So, jetzt starten wir einmal mit dem Hof von mir. Wie ihr seht, da ist die Tobe, die ist abnormal schwer und wir starten mal eben erstmal mit dem Zentrum, weil das nur eine Sache ist, schau mal kurz, wo ich die, wo ich meinen Kassenbon habe. Ich habe hier 3000 Kassenbons, genau. Und zwar, ich habe bei Celta nämlich diese Herbst-Winter-Pullover gekauft. So sieht die Pullover aus. Hier auf der anderen Seite steht Love, wenn ihr lesen könnt. Und da ist auch ein Herz. Ich habe die in große S gekauft. Und die hat den regulären Preis. Der reguläre Preis war 20 Euro. Ich liebe diese Pulli. Die ist sehr, sehr weich, sehr, sehr kuschelig. Und man kann die im Herbst als auch im Winter tragen. Die hat 20 Euro gekostet. Genau. Dann kommen wir weiter zu der Thalia Hall. Das ist nur eine Sache. Ihr wisst, dass ich Israel über alles liebe, als auch die Palästina und alle anderen Länder, die in Nahosten liegen, wie zum Beispiel Syrien, Iran, Irak, Lebanon und UAE und so weiter und so weiter. Es gibt auch noch Länder, die ich liebe, wie Afghanistan, Marokko, Ägypten, Tunesien, Algerien und die Westsahara. Und bei Thalia habe ich ein wunderschönes Buch gefunden, was mir angesprochen hat
Und das Buch ist von, ist geschrieben von Stav Kochen und heißt Kochen wie in Israel. So sieht das Buch aus. Ist von der Marke GU. Und hier auf die Rückseite steht: echt einfach, echt lecker, echt israelisch. Metze, Falafel und Sabich. Israel muss man über seine Küche entdecken. Begleiten Sie Stav Kochen auf einen kulinarischen Streifzug durch Ihre Heimat. Israel präsentiert Ihre Lieblingsrezepte zwischen Tradition und Moderne. Ein Mix aus der pulsierenden Foodmetropole Tel Aviv und dem traditionellen Jerusalem. Ganz leicht nachzukochen. Und ja, das Buch hat 18 Euro gekostet. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt. Halt für Deutschland und in Österreich kostet 18,50 €. Da ich mit der PayBack-Karte bezahlt habe, mit der PayBack-Punkte, hat das Buch dann nur 16,81 € gekostet. Ja, bevor ich vergesse zu sagen, bitte keine negative Kommentare hinter diesem Video lassen, weil ich nur das Buch gezeigt habe. Ich möchte keine negative Kommentare haben, denn alle negative Kommentare, die unter meinem Video geschrieben sind, werde ich einfach mal löschen und die Abonnenten blockieren. Nur damit ihr Bescheid weißt. Denn ich möchte keine negativen Kommentare haben, denn das ist ein Video, wo ich euch wirklich zeige, was ich gekauft habe, was ich liebe und was sind so meine Lieblingsfavoriten. Also keine negativen Kommentare unter diesem Video. Genau. Und bevor ich vergesse zu sagen, wir werden gemeinsam dieses Buch anschauen, werden halt extra ein neues Video drehen und denke, kommt wahrscheinlich nächste Woche Dienstag, aber werden wir das gemeinsam anschauen. So. Und zu guter Letzt kommt mein Demo. Ja, genau, die habe ich halt ja, bei den Geschäften bekommen, wo man PayBack-Punkte sammelt, wie dem, Zeunter und Thalia, genau. Das sind auch mehrere Geschäfte, aber werde euch ein ausführliches Video machen, wo ich euch zeige, welche Geschäfte also dabei sind und wie mal und wie eine PayBack-Karte funktioniert. Genau. Das dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Ho. Ich habe hier den Kassenbon mit allen möglichen Preisen, die es sich befindet. Und zwar, wo ich vergesse zu sagen, ich habe mein Demko und mein Pullover halt in Dortmund gekauft. Und das Kochbuch habe ich halt in Thalia hier in Hagen gekauft. Genau, das wollte ich noch nennen. Aber der Pullover könnt ihr ebenso auch in Hagen finden. Genau. Und jetzt kommen wir schon zu dem Demko. Und zwar, ich habe bei dem in Dortmund halt einfach ein aus dem Bioral mein Lieblings-Trick-Kakao gekauft. Ihr kennt schon, mindestens 38% Kakao ist vegan und enthält 400 Gramm. So sieht die Verpackung aus und hat ein Ablaufdatum bis 5.1.2023. Genau. Und das Kakao, das Trick-Kakao, hat 2,95 € gekostet. Dann haben wir, ihr kennt schon von mir, und zwar aus dem Bioral
eine Reise in den Orient, Chaite Schoko mit Kakaoschalen, Ingwer und Zimt. Hier sind drinnen 20 Teebeutel und aber auch noch einmal aus der Gweicherei gekauft, nur mit Zimt, Ingwer und Kardamom. So sieht die Verpackung aus, so sieht sie von hinten aus, auch hier ebenso. Und ja, und die haben beide Tees haben halt 1,95 Euro gekostet. Genau. Dann kommen wir schon zu den weiteren zwei Sachen. Und zwar, ihr wisst, dass ich Mundspülung verwende. Und mein Lieblingsmundspülung ist einmal aus der Dämerei, halt Dontoden Protecten Care 10 in 1 Rundumschutz. Mundspülung stärkt den Zahnschmerz und pflegt das Zahnfleisch mit Bifluorid-System zum Schutz vor Karies, Keimreduktion und man kann halten da extra frisch atmen ohne Alkohol und ohne Ethanol. So sieht die Verpackung aus. Enthält 500 Milliliter und hat ein Ablaufdatum bis 12 Monate. So sieht halt von hinten aus. Und ich habe davon auch zwei gekauft und die beiden haben, was haben die gekostet? Ein Stück kostet 75 Cent und die beiden haben halt 1,50 Euro gekostet. So, und die letzten Sachen, die ich auch noch gekauft habe, bei dem muss ich kurz hier rausholen. Und zwar halt einmal Dontoden, das wieder die dem Eigenmarke, halt die Zahnpasta, Clear Fresh, schützt vor Karies und wirkt antibakteriell. Für eine gründliche Reinigung und extra frischen Atem. So sieht die Verpackung aus. Sie enthält 125 ml, ist vegan und hat ein Ablaufdatum bis 12 Monate. Und ebenso steht noch für geschützte, starke Zähne und extra frischen Atem, schützt vor Karies und Zahnsteinbildung, antibakteriell mit Zink, entfernt Vaku, Zuckersäurenschutz und für einen lang anhaltenden, extra frischen Atem. So sieht die Verpackung von hinten aus. Dann habe ich einmal die Kräuterzahnpasta gekauft, schützt vor Karies und kräftigt das Zahnfleisch, natürliche Kräuterextrakte. So sieht die Verpackung aus. Und was steht jetzt hinten? Genau, hinten steht das gleiche wie bei der Clear and Fresh Zahnpasta. Erhält eben so 125 ml, ist vegan, hat ein Ablaufdatum von 12 Monaten und die Rezeptur ist halt ohne Mikroplastik, halt bei beiden Zahnpasta. Und so sieht die Verpackung aus, so sieht halt von hinten aus. Und die letzte Zahnpasta ist nochmal dieselbe, halt die Kräuter, die ich euch schon mal gerade eben gezeigt habe. Und ja, genau, jetzt muss ich gucken, wo ich meinen Kassenbon gesetzt habe. Und die Zahnpasta hat, also die Clear Fresh, das ist die hier, die hat 55 Cent gekostet. Und die Dontoden hat die Zahnpasta Kräuter. Eine hat 55 Cent gekostet und die beiden haben 1,10 Euro gekostet. Und ich habe auch 10 Euro bezahlt. Genau. Und ja, das war, und wie ihr seht, die Torbe ist schon leer. Das heißt, ist die. Das Video schon bis zum Ende.
Das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben, schreibt ihr unten in die Kommentare, abonniert ihr meinen YouTube-Channel und aktiviert ihr die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Bleibt gesund, bleibt stark, passt auf euch sehr gut auf und wir sehen uns halt diesen Donnerstag mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut! Ciao!